Wir haben jetzt 8.30 Uhr. Ich habe total verschlafen. Ich wollte eigentlich schon zwischen 4 und 5 los. Aber heute sind es noch 14. Vielleicht. Und morgen 22. Ich teile die Strecke von 36 Kilometern. Ja. Deswegen, ich habe total verschlafen und habe den Wecker ausgemacht und habe dann einfach nur noch gepennt. War echt anstrengend, gestern die 32. Genau, ich gehe jetzt mal zur Touristeninformation und dann kommt dieses Auto aus der Ausfahrt raus und steht auf dem Fußweg. Gucken, ob ich da noch einen Stempel bekomme und dann geht's die 14 Kilometer. Sind dann ungefähr 5 Stunden maximal, würde ich jetzt sagen, so. Also so um 13 bis 14 Uhr bin ich ungefähr da. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Je nachdem, wie lange ich brauche. Ja. Ich bin auch voll müde, habe Fußschmerzen und morgen geht es dann nach Muglino. Jetzt ist glaube ich 22, morgen heute 14 und jetzt geht's los. Beziehungsweise halt erst noch mal kurz zum Informationsdingsbums und dann ja. Eine kurze Etappe heute, weniger als die Hälfte als gestern. Habe meinen Stempel bekommen an der Touristeninformation und jetzt geht's los. 14 Kilometer plus minus. Ich hoffe, dass ich da einen Schlafplatz bekomme an der Kirche. Ja, morgen dann 22. Das wäre auch gut. Erstmal aus der Stadt raus. Gehe mal wieder die stadtauswärts führende Landstraße. Ist natürlich mal wieder viel Verkehr. Da ist wieder ein Zeichen. Hier ist wieder so eine Statue von der Kirche. Ich muss noch ein Stück geradeaus und dann wieder nach rechts. Zumindest steht das so auf dem Plan von der Jakobs Gesellschaft und bei Google Maps. Jetzt wird es wieder staubig wie gestern, das war echt schlimm. Ich hoffe, das wird nicht ganz so schlimm wie gestern, aber dieses staubige Gebiet. Dieser trockene Sand und Dreck und sowas von der Erde. Okay. Davon mache ich dann noch mal kurz Pause. Die ersten Kilometer sind gemacht und ja, sobald ich von der großen Straße runter bin, ich glaube, da vorne geht es schon gleich rechts rein. Im Schatten mache ich mal eine kleine Pause. Das muss mal sein. Ich habe ja nicht mehr lange Kilometer heute, aber deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit als sonst. Ich habe 36 Kilometer heute. Hoffentlich finde ich den Schlafplatz in der Zwischenstation Escano oder sowas. Morgen dann nach Muglino. Da endet dann auch der Camino, der von Litauen aus abgeht und wird zu einem neuen für ein paar Tage und dann geht es auf den westlichen, der nach Frankfurt geht.
Und da geht es dann in den Brandenburgischen nach Berlin oder nach Leipzig. Oder halt direkt nach Leipzig. Aber ich gehe kurz über Berlin und dann von Leipzig aus Richtung Erfurt. Und dann geht es schon Richtung Bodensee. Von Eisenach aus über Fulda und Würzburg, Ulm, Lindau, Bregenz, durch die Schweiz einsiedeln, in der Schweiz und dann nach Frankreich. In ein paar Monaten. Dauert noch ein bisschen. Jetzt geht es erstmal nach 10 Kilometern ungefähr. Das reicht für heute. Keine 36 Kilometer. Eigentlich wollte ich ja über Köln laufen, aber ich war ja schon zweimal in der Eifel und ich wollte auch mal durch die Schweiz laufen, wenn ich mal unterwegs bin. Ja, hier gibt es gleich eine Pause, wenn ich einen gemütlichen Platz finde. Der Untergrund ist auf jeden Fall besser als die letzten Tage, wo ich ja fast nur auf Sand gelaufen bin. Jetzt kann ich wenigstens nicht so leicht abrutschen, immer zurückrutschen. Und die Landschaft ist auch schön hier. Zwischendurch ein bisschen Schatten von den Bäumen. Und ich höre zwar immer noch die Autos und LKWs, aber trotzdem schöne Landschaft. Ja, ich denke mal noch so 8 Kilometer oder so. Oder 9. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht mal so weit. Aber das ist ja nur eine kurze Etappe. Da kann ich mich ausruhen und morgen früh dann wieder los. Heute dann keinen Mittagsschlaf. Dafür dann heute Abend früher ins Bett und dann morgen früh wieder schnell raus, wenn ich was gefunden habe. In der Zwischenstation, im Zwischenstopp und keine 36 heute. Das wäre echt zu viel heute. Ich habe ja noch Zeit bis Oktober, November oder so. Ja, ich brauche immer noch eine Sitzgelegenheit irgendwo, so eine kleine Erhöhung oder sowas, damit ich gemütlich sitzen kann und nicht unbequem. Für meinen ersten Stopp. Und dann sitze ich natürlich mal gerne im Schatten. Ein bisschen staubig oder so, ich weiß nicht, oder sind die Auswirkungen noch von gestern? Das war ja echt schlimm. Der ganze aufgewirbelte Sand und Staub durch die Autos. Nächstes Mal nehme ich mir eine FFP2 Maske mit. Da vorne ist eine Möglichkeit zum Pause machen. Vielleicht. Schauen wir mal. Nee, noch nicht. Ist noch nicht hoch genug. Aber das kommt bestimmt gleich. Wenn nicht, dann laufe ich halt durch und bin früher da. Ich will mir auch keinen Stuhl mitnehmen oder so. Das ist wieder ein
Jakobsweg zeichnen. Eine blaue Muschel. Kommen wir auf jeden Fall gut voran hier. Geht ja erstmal nur geradeaus. Und der Wind kommt nicht von vorne, sondern von der Seite oder von hinten. Das ist auch schon mal vorteilhaft. Ja, dann laufe ich mal wieder ein bisschen. Vielleicht komme ich ja dann ohne Pause an. Echt stürmig hier. Ja, noch ungefähr 8 Kilometer. Vielleicht nur noch einen Katzensprung heute. Der Wind hört wohl heute auch noch nicht auf. Zumindest kommt er nicht von vorne. Zumindest nicht so oft. Öfters von hinten. Kleiner Anschub. Ja, ich bin echt gespannt, wie die Schlafplatzsuche heute verläuft. Das ist nur eine Kirche da, glaube ich, in dem Ort. Und ich will keine weiteren 22 heute laufen. Die 14 reichen. Dann kann ich mich heute ausruhen und morgen dann wieder um 5 oder so starten. Ja. Läuft gut heute, wenn ich dann noch den Schlafplatz finde, ohne ins Hotel zu müssen, dann ist das ein guter Tag heute. Die Kirche ist römisch-katholisch. Und ist gerade ziemlich windig. Wie das Dorf heißt, kann ich leider nicht aussprechen. Wortfindungsstörung. Schau mal, ob ich da reinkomme. Ob die Tür offen ist. Und mach nochmal eine kleine Pause. Sieht auf jeden Fall von außen voll schön aus. Eher neu als alt. Ja, hier ist eine Schule, hier rechts über den Kindergarten. Das ist wieder ein Jakobsweg-Zeichen. Ich hoffe ja, dass die Tür mal offen ist. Ich würde mir gern öfters mal Kirchen angucken, aber leider sind die oft zu. Ist leider zu. Geht mal in die Seitentür. Die Rampe für Menschen mit Rollstuhl und Kinderwagen ist auch zu. Na gut,
Schade. Okay, kurze Pause. Hier jetzt nochmal die Kirche. Und jetzt geht es wieder raus aus dem Dorf. Und noch schätzungsweise 3 Stunden ungefähr. Dann müsste ich schon da sein. Ja. Dank dem Anschub von hinten, von dem Wind und die kurze Etappe heute geht es dann doch eher ruckzuck im Vergleich zu gestern. Da ist wieder eine Muschel. Ein bisschen Fußschmerzen, irgendwie tun die Fersen weh hinten und unter dem Fuß ein bisschen. Aber wenigstens gibt es keine Mücken gerade. Okay, Endspurt. Ist ja nicht mehr weit. Jetzt endlich mal eine Richtungsänderung. Jetzt mal nach rechts. Aber das gleiche Aussehen des Weges. Wieder eine Allee. Aber diesmal mit Sandboden und nicht mit Steinplatten. Aber der ist fester als der Weg gestern. Das haben wir ja echt. Alles aufgewirbelt, lockerer Sand, ganz viel Staub und so, wegen Wind und Autos. Aber das geht jetzt. Ist eher entspannt. Hier auch nur noch 6 Kilometer oder so. Und öfters Schatten. Nicht mehr so viel Sonne. Ach ja. Eher entspannt heute, nachdem ich so lange geschlafen habe und dann noch zum Touristenbüro wegen dem Stempel, war das heute alles, morgen alles ein bisschen langsamer. Gestern bin ich um 4.30 Uhr raus. Mal wieder eine kleine Strecke auf dem Feldweg, wo rechts und links viel vertrocknet ist. Trockenes Wetter und so. Kein Regen. Kaum Regen. Durcheinander alles. Ganz schön staubig hier, genauso wie gestern. Noch 4 Kilometer oder so. Nicht mehr weit bis zur Kirche. Die 14 reichen dann für heute. Morgen geht es wieder ganz früh los. Dann bleibe ich vielleicht wieder 2 Nächte. Gibt es auch ein Schwimmbad in der Nähe von dem Kloster und kann ich mich wieder ein bisschen ausruhen. Ich will ja auch versehen von Polen und nicht nur auf den Jakobsweg lang rennen. Vorne gibt es eine kleine Steigerung. Ja, das ist aber noch aushaltbar. Ich freue mich schon auf die Alpen, wenn ich nach Lausanne oder Genf oder so laufe oder nach Einsiedeln, da wird es ja schon schlimm. In der Schweiz und dann am Rand von den Pyrenäen entlang nach Nordspanien.
ein kleiner Ort, ein paar Kilometer von meinem Ziel heute entfernt. Und da ist gleich wieder ein Hinweis auf den Jakobsweg. Camino Polaco. Da gibt es auch ein ganzes Netz von Jakobswegen durch Polen. Ich bin gerade unterwegs von Lettland bzw. Estland, Lettland, Litauen, Polen durch Deutschland, ein kleines Stück Österreich am Bodensee und dann durch die Schweiz, Frankreich, Spanien zu Fuß unterwegs. Ich bin gerade irgendwo in der Mitte von Polen. Ja. Bin am 2.3.2024 gestartet und gehe noch ein paar Monate nach Santiago de Compostela bzw. nach Finisterre an der Atlantikküste von Spanien. Hoffentlich. Ja, noch 3-4 Kilometer maximal. Und morgen dann nach Moglino in ein Kapuzinerkloster. Wahrscheinlich. Und eins über 2 Tage Pause beziehungsweise eine Nacht oder 2 Nächte, mindestens 2 Nächte wahrscheinlich, brauchen wir wieder einen Tag Pause, muss man wieder meine Kräfte ein bisschen schonen und das soll eine schöne Stadt sein und ja, wie gesagt, eben ich will was von Polen sehen und nicht nur auf dem Jakobsweg langlaufen. Ich will was sehen und muss ja auch zwischendurch mal WLAN haben, gutes WLAN, um meine Videos hochzuladen. Ich habe schon mindestens 200 Videos habe ich schon produziert und noch nicht hochgeladen. Ich komme gerade irgendwie nicht dazu, weil ich halt so schlechtes Internet habe oder gar kein Internet öfters. Okay, hier ist wieder so ein Holzkreuz und mit bunten Bändern und sowas. Habe ich jetzt schon regelmäßig gesehen am Weg. Ich denke mal, da vorne sind die Ausläufer. Das Randgebiet von dem Ziel, wo ich hingehe. Okay. Endspurt. Gehe jetzt genau neben einem Rapsfeld. Ja, da gibt es nicht mehr so viele Blüten, die gelb sind. War ja mal vor ein paar Tagen echt so ein gelbes Meer aus Blüten. Das war echt schön, aber ist wieder vorbei mit den gelben Blüten. Wird bestimmt bald geerntet, die Rapsfans hin zu Rapsöl verarbeitet. Ich glaube 3 Kilometer oder so. Ich habe lange nicht mehr auf die Karte geguckt. Auf jeden Fall sehe ich da hinten, glaube ich, schon die Kirchturmspitze.
von weitem. Okay, geht's jetzt mal. Gleich wieder rechts rum. Dann Endspurt. Bin jetzt am Ortsrand und ich sehe da hinten auch schon wieder die Kirche. Das rote Dach mit dem Kreuz auf dem Dach. Und ich hoffe ja echt, dass da jemand ist, der Englisch spricht und mich aufnimmt in Stritzelnor. Da vorne ist das Schild, könnt ihr anschauen, wo ich gerade bin. Stritzelnor. Ich kann leider die meisten polnischen Orte nicht aussprechen. Na gut, dann geht's jetzt mal zur Kirche. Die ist da vorne hinter dem Haus, hinter dem Wald. Es gibt noch ein kleines Froschkonzert. Bevor es dann jetzt zur Kirche geht. Wie verlaut die Frösche. Da vorne ist da noch die Kirche. Ich sehe sie zwar noch nicht, aber ich habe die ja eben schon mal gesehen, das hohe Gebäude. Und jetzt sehe ich sie. Auf jeden Fall Daumen drücken, dass ich da gleich was finde. Sonst habe ich ein kleines Problem, weil die nächste Möglichkeit wäre in 22 Kilometern und um 13:30 will ich das jetzt nicht noch angehen, sondern jetzt hier eine Pause machen. Bis morgen. Ich hoffe ja, dass das mit dem Schlafplatz passt. In der Kirche, neben der Kirche. Okay, hinter dem Haus rechts. In die nächste Straße rein. Da ist dann die Kirche. Hier links ein schöner Wald. Das müsste ein Kirschbaum sein mit den Blüten. Und eine Eiche wegen den Blättern. Das sind, glaube ich, Eichenblätter müsste das sein. Dann gehe ich jetzt mal zur Kirche und berichte dann gleich davon, wie es mir ergangen ist. Hier ist die Kirche und wir haben auch ein großes Gebäude daneben an. Da ist bestimmt ein Schlafplatz. Hoffentlich. Also, wenn es nach mir ginge, okay, dann gehe ich mal rein.
Okay, der Priester ist wohl im Krankenhaus und arbeitet da irgendwie. Und ich gucke mir jetzt die Kirche an, wenn die offen ist, und warte auf den Priester. Okay, die Kirche ist nicht offen, aber das ist wohl ein Museum. Dann gehe ich zuerst ins Museum. Ja, die Kirche und das Museum sind zu. Keine Ahnung, was los ist. Ich gehe jetzt mal in den Schatten und keine Ahnung, wann der kommt. Da gehe ich jetzt mal rein. Okay. Nachdem jetzt der Priester da war, habe ich jetzt einen Schlafplatz hier. Ich habe eben mal kurz die Kirche besucht. Ich weiß nicht, ob ich nochmal in die Stadt gehe. Meine Füße sind ziemlich schmerzvoll. Ja, ansonsten geht es morgen die 22 zum Kapuzinerkloster. Und werde mich jetzt ausruhen, damit ich es morgen dahin schaffe.